Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Stellaris. Wir sind immer noch die Imperikorp. Und damit galaktischer, naja, nennen wir es mal Sternengeschäftsführer. Das ist immer noch so ein unglaublich technisch klobiger Name. Egal, Hauptsache er funktioniert und alle anderen glauben uns das. Wir sind immer noch dabei, Megastrukturen zu planen. Und ich denke, dass es jetzt so langsam aber sicher an der Zeit ist, das Ding jetzt weiter zu erweitern. Ach, wird's ja gerade eben schon. Ja, und wir haben natürlich auch noch Flotten, die wir weiter ausbauen müssen. Wir bauen, glaube ich, gerade eben, wenn ich mich recht entsinne, mehrere Titans. Oh yeah. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich praktisch, wenn wir die dann haben werden. Darüber hinaus wollte ich, glaube ich, auch noch eine weitere... Ja gut, jetzt sollten wir erstmal, dass sie uns hier alles holen. Ein weiteres Tochterunternehmen besorgen. Apropos, wir können aber auch noch etwas machen. Und zwar würde ich gerne versuchen, den... Ja, das ist natürlich eine extreme Glückssache. Nochmal an der... eine Kiste zu öffnen, weil vielleicht bekommen wir ja... den Galatron. Wahrscheinlich aber eher nicht. Das Lustige ist, also der Galatron ist halt das mächtigste Item im gesamten Spiel. Um euch das ganz, ganz kurz... Also es ist ein Relikt, wohlgemerkt. Und es bietet... Moment, ich habe die Seite offen. Das Ding bietet plus 100% diplomatisches Gewicht. Passiv als Bonus. Plus 3 Einfluss. Passiv. Und wenn man das Ding aktiviert... dann bekommt man eine angenehme Menge an, ja, an irgendeiner Art von Ressource. Das kann eine normale Ressource sein, das kann eine quasi eine erweiterte Ressource sein. Das kann aber auch theoretisch eine seltene, also eine strategische Ressource sein. Und das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Aber man muss das Ding halt erstmal bekommen, das ist natürlich eine extreme Glückssache. So, ja, ich glaube ernsthaft, dass ich das jetzt hier auf 300 erhöhe zum Verkaufen. Und lass es einfach jetzt hier so voll, wie es ist, ne? Also, dann mache ich halt am Ende netto plus 4. I can live with it. And they must. So sage ich das jetzt einfach. 980 Tage wird das hier noch dauern. Ich kann aber hier noch nichts machen, um irgendwelche, also Punkte Einigkeit auszugeben, solange ich nicht die letzte Stufe hier habe erforschen können. Da sind wir leider noch so ein Stückchen davon entfernt. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich meine Forschung... wo haben wir es denn? Ich habe hier meine Welten geändert, hier nochmal anpassen möchte. Aber so richtig episch viele Optionen habe ich da nicht. Das hier kann ich jetzt hier noch machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier tatsächlich die Polizei brauche. Nein, ich will nicht die Halle des Urteils. Ich wollte hier draufklicken und mal gucken, was passiert, wenn ich sie deaktiviere. Es entsteht keine Kriminalität in ausreichendem Maße. Okay, ich ersetze das jetzt hier tatsächlich durch, ein weiteres Forschungslabor. Im direkten Anschluss. Ich finde es übrigens witzig, dass die Polizei den Job nicht gleich wieder annimmt. Ne, sind wir schon beleidigt. Das hast du uns einmal kurz gekündigt. Das wollen wir nie wieder mit dir reden. Ja, genau so stelle ich mir das gerade vor. Was mache ich hier denn noch Schönes? Hier ist einer arbeitslos. Ich denke, in Anbetracht der Situation ist hier auf jeden Fall auch nochmal ein Verwaltungsbüro absolut angebracht. Und hier in diesem Habilitat, das ist ja auch eine Verteidigungsposition, aber momentan als Bergbaustation designiert. Ich mache trotzdem hier ein Bollwerk hin. Es wird uns auf jeden Fall nicht umbringen, das Ding da zu haben. Dann haben wir... Moment, welches ist das? Ey, ohne Witz, ich finde es einfach nicht. Torf irgendwas. Da drinnen. In Grokkan. Also doch, tatsächlich. Es wurde mir richtig angezeigt. War einfach nur zu doof, es richtig zu erkennen. Ja. Machen wir das da noch rein. Kommt da noch mehr? Tatsächlich nicht. So. Ich habe, glaube ich, überall ein... Oh Gott, ja, der ist wie so ein Krimineller hier.
Aber es läuft, es läuft. Boah, ey, ohne Witz, da ist schon wieder eine Gründerspezies auf dem Markt, die garantiert schon wieder weg ist. Naja. Oder ich kann sie aus irgendeinem Grund nicht kaufen. Also ich sehe sie halt aus irgendeinem Grund nicht. Kann es sein, dass ich eventuell... Warte mal. Ist Sklaverei bei mir vielleicht verboten? Ist das vielleicht der Grund? Nee, sie ist gestattet. Ja, dann verstehe ich es nicht. Dann verstehe ich es tatsächlich nicht. Egal. Wird uns nicht umbringen. So. Sind die Titanen... Nee, die Titanen sind noch eine ganze Weile hier am Bauen. Das ist schon krass, ey. Drei Titanen gleichzeitig bauen, Leute. Und wir können theoretisch die Flotte noch weiter ausbauen. Aber so ziemlich jede Flotte wohlgemerkt, ne? Hier fehlt nur noch der Titan. Hier fehlt noch ein bisschen mehr als der Titan. Hier habe ich noch gar nicht eingestellt, dass dann Titan rein soll. Ich muss jetzt gleich erstmal gucken, wie viele Titane habe ich. Ich habe jetzt gleich 3 von 5 Titane. Theoretisch gehen aber noch mehr. Ich will aber jetzt gleich erstmal gucken, welche Titanen ich alles habe. Denen fehlt hier einfach nur noch ein Pop. Bauen wir das da noch auch mit rein. Oh, ein Atomkrieg. Naffern, was ist der Name? Nerven versinkt im Atomkrieg. Ja, das macht Sinn. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier noch... Oh, warum sind wir schon bei minus 32? Aber das bringt mich nicht um. Imperiale Institutionen. Da ist nichts mehr für uns sinnvoll. Wir haben alles gemacht, außer den imperialen Legionen. Und da brauche ich noch fast 2000 Tage. Den Pax Galactica ist aus meiner Sicht Quatsch. Ich denke, wir könnten Ratsgröße auf 2 minimieren. Einfach mal vorschlagen. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Warte mal, es muss relativ weit oben sein, weil meine Gewichtung schon ziemlich weit oben. Galaktischen Markt verlegen. Ratsgröße ändern, genau. Dringlichkeit kann ich natürlich nicht machen. Aber ich will, dass sie drum kämpfen, Freunde. Ich möchte, dass sie sich gegenseitig beschäftigen. Oh yeah. Bin also am Überlegen, ob ich dir nicht doch auch noch irgendwann mal plätten soll. Also irgendjemanden muss ich halt noch unterwerfen. Im Idealfall ist es jemand, der schnell geht. Einfach aus Faulheit, wisst ihr? Als galaktischer Imperator darf man auch einfach mal die Füße hochlegen. Und einfach nur scheiße stinkend faul sein. Weil, warum ist man sonst Imperator, wenn man das nicht sein darf? warte mal. Einen Spezialistenjob kriege ich hier nicht mehr rein, ne? Nope. Ah, schade, okay. Aus irgendeinem Grund haben wir da einfach gerade eben keinen Spezialisten frei. Oder wir haben einen Spezialisten frei, aber keinen Job dafür. Oh, Neißenstein. Schmugglerhafen, versteckte Drogenlabore. Unternehmensbotschaft packe ich da jetzt noch mit rein. Ich finde es übrigens immer noch schade, das habe ich auch schon mit der Community jetzt besprochen, die das ja auch gespielt haben. Jemand anders hat es auch schon geschafft, irgendwie mit einer Megacorp-Dingens hier zu werden. Und da war auch so eine gewisse Enttäuschung zu spüren, dass man dann ja keine so richtige Megacorp mehr ist, ne? Beziehungsweise keine kriminelle Megacorp mehr sein kann. Das ist, finde ich, extrem schade, weil eigentlich hatte ich so meine Hoffnung, dass ich das ja eiskalt ausnutzen kann. Oh! Hello there, I can colonize this death world. Kann ich das sogar mit der Gründerspezies machen oder sagt das Spiel da, lass mal. Okay, es sagt, nee, lass mal. Ich habe diverse, die ja tatsächlich tote Welt besiedeln können. Dann nehmen wir doch einfach mal die da. Ach, die haben im Atomkrieg sich selbst ausgelöscht. Wie schön. Also, oh, nein, ich meine, wie tragisch, schrecklich. Oh mein Gott, diese armen Wesen. Wir gehen dorthin, natürlich nur, um ihre Geschichte niederzuschreiben. Oder so. So, ich baue jetzt hier diese ganzen Sternfesten aus. Ein Logistikbüro erhöht nochmal die Flottenkapazität. Deswegen baue ich das da jetzt hier überall rein. Das ist mir gerade eben wichtig. Sternenfestung, um Sternenfestung zu haben. Nochmal eine weitere Geschützbatterie oder... Iva, warte, ich muss gerade mal gucken, wie hier der
Okay, also ich habe den Eindruck, dass der Grundhandelsschutz hier schon extrem gewährleistet ist. Da muss ich mir, glaube ich, wenig Gedanken machen, so wie das hier momentan aussieht. Dann kann ich einfach auch nochmal auf eine Geschützbatterie gehen. Verteidigungsnetz, Supercomputer und danach das hier noch ausbauen. Einfach der Moment, wenn du völlig übertrieben viele Sternenbasen auf Maximalstufe hast. Dieser Moment ist jetzt demnächst. Oh, warte mal. Warum habe ich jetzt auf einmal so viele von denen hier übrig? Naja gut, ich muss jetzt einfach hier nochmal diese Forscherjobs schaffen, dann ist das an und für sich gar kein Problem. Jetzt mache ich minus 50, aber wie gesagt, das ist mir total egal. Das kriegen wir wieder ausgeglichen. Hier ins Konsumia zum Beispiel, da mache ich noch dieses Hyperforum. Gut, hier kann ich dann nicht mehr viel machen, leider. Da ist einfach nichts drin. Hier ziehen auch die Leute eher weg, wie ich gerade feststelle. So ein Scheiß. Finde ich nicht gut. Muss gerade mal schauen. Ich könnte natürlich noch hergehen und sagen, hey komm, du setzt jetzt hier auch deinen Fokus auf hier die Zivilindustrie. Wisst ihr, dann haben wir das ja schon mal gemacht. Machen wir das einfach mal so rum, dann sehen wir, ob das klappt. Ich meine, im Grunde mache ich genügend. Das ist auch nur über. Bin schon wieder voll ohne Ende. Ja, ja, kein Problem. 5000 zu bezahlen ist easy peasy an der Stelle. Schauen wir doch mal. Nicht auf ein Situationsprotokoll, das wollte ich nicht. Das geht wahrscheinlich jetzt noch nicht. Doch, geht schon. Wir kaufen wieder einen Reliquienbehälter. Sie enthielt eine Bombe. Ach, das war... Wow. Das war also... diese uncoole Sache. Also man hat auch eine fast nicht ganz 30-prozentige Gefahr, dass man halt eine Niete zieht. Das war die Niete. 70% Wahrscheinlichkeit sind einfach meistens irgendwelche Forschungsboni drin. Ich glaube mit 0,5% oder sowas in der Art und Weise. Da ist dann mit... Also eventuell dieser Galatron drin. Aber ich glaube, wir werden ihn in diesem Run hier nicht erleben. Dafür habe ich ihn allerdings in einem Stream, also nicht selber bekommen, sondern ein anderes Reich, ein KI-Reich hat es bekommen. Das Lustige ist, man muss ihn selber nicht unbedingt da rauskriegen, sondern es reicht völlig, ihn ja, zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Also in irgendeiner Art und Weise, völlig egal wie. So, wir bauen hier mit der Schiffswerft weiter. Und danach... Ich habe vor, noch mehr solche Megastrukturen zu bauen. Wie gesagt, ich hätte gern so eine Ringwelt. Ich habe bis heute nie eine Ringwelt gehabt. Es wäre saugeil, eine zu haben. Apropos saugeil. Wo steht meine Flotte eigentlich? Sind jetzt die Titane da? Nein, die sind immer noch nicht da. Doch, die sind da. Die Titane sind anwesend. Ja, die Flotten haben jetzt hier so an die 60.000. Jetzt muss ich gerade eben mal gucken, was wir da für... Flotten haben. Also das ist jetzt hier der Regger. Ziel plus. Schild minus. Dann kann ich mal gucken. Da haben wir also momentan noch keine weitere Dingens. Ich könnte aber nochmal denselben bauen. Oder ich mache einfach nochmal einen ganz anderen. Schiffsdesigner. Schild minus. Gegnerische Feuerrate minus. Ja, machen wir mal Feuer minus. Die Feuer minus Klasse speichern. Und der kommt dann jetzt bei dem da noch rein. Feuer minus Klasse, genau. Zack, zack, zack. Dann baut mal. So, ich habe jetzt hier diese... Varianten. Ganz im Ernst, ich glaube, ich lasse das auch tatsächlich hier so. Ich hole einfach nur noch mehr. More. Warte mal, Armada-Schlachtschiff. Kreuzer? Nein. Armada-Schlachtschiff. Genau, 1, 2, 21, 22, 23. Wird gebaut. Jetzt muss ich aber auch hier
gucken, welche Möglichkeiten ich schon habe. Ich habe hier Feuer plus und Feuer minus. Wie wäre es denn auch einfach mal hier auch mit dem Regger? Regger. Speichern. Weil dann packe ich nämlich da jetzt noch die Regger-Klasse rein. Und dann sind das hier einfach hier meine unglaublich krassen Flotten. Ich kann auch überlegen, ob ich da vielleicht nochmal die Schlachtschiffe überarbeite, aber lasst uns da erstmal jetzt die hier so nach und nach spawnen und aufziehen und planen und hast du nicht gesehen. So, wenn ich jetzt hier den Regger habe, brauche ich noch eine vierte Klasse für Feuer minus, Feuer plus und Regger. Ja, Ziel plus vielleicht. Feuer minus. Ich mache noch Feuer minus. Die finde ich eigentlich immer am besten. Ach, den gibt es bereits. Feuer minus minus? Ja. Ah ne, es gibt schon Feuer minus. Wie doof ist das denn? Schilde minus. Komm, wir machen Ziel plus. Ziel plus, genau, das ist richtig. Weil Feuer minus minus braucht kein Mensch. Das ist ja doppelt gemoppelt und dreifach. Ziel plus, genau. Zack. Do your thing. Jetzt bin ich schon wieder völlig voller Äpfel, ey. Ohne Witz. 1, 2, 3, 4, 5. Ohne Witz. Ich bleibe jetzt einfach in diesem vollen Stadium. Ne? Ist mir jetzt egal. I can live with it. Es fängt an, langsam aber sicher schon ein gewisses übertriebenes Maß anzunehmen, was ich jetzt hier an Flottenkapazität habe. Und wir hören nicht auf. Wir sind schon kurz vor 100.000 Bedeutung. Geringfügige Militärsanktionen. Ey, die anderen sind so bedeutungslos. So nichtswürdig. Jetzt will ich nur den galaktischen Markt zu mir rüber karren, ne? Das wäre dann jetzt hier noch so der absolute Abschuss. Maximale Zentralisierung. Nee, ich will erstmal die Flotten bauen. Da muss doch noch was gehen. So, ein weiterer super heftig Admiral. Rumpfstarke Schiffe. Macht bei Schlachtschiffen auf jeden Fall eine Menge Sinn. So. Also momentan sind wir heftig am Ausbauen. Ich kann allerdings aber auch schon sagen, dass wir vielleicht schon mal... Ich packe schon mal ein paar Flotten jetzt hier raus, ne? Die nämlich ready sind. Die packe ich hier schon mal raus. Die können nämlich hier theoretisch schon Dinge tun. So. Denn dann bin ich nämlich jetzt am Überlegen, wo ich jetzt einfach mal die Macht des Imperators einfach ausspiele. So, genau. Ihr braucht auch noch so eine Kleinigkeit. Die dritte und die vierte imperiale Armada. Just saying. Es ist einfach so krank, wenn man ehrlich ist. Hier geht nichts mehr. Gießereiwelt, da geht auch nichts. Hier ist eventuell wieder Jobs möglich. Das hier muss ich halt noch ausgleichen, weil ich halt immer noch über meinem Limit bin. Aber das sind alles so Dinge, die belasten mich eigentlich gar nicht. Hier haben wir auch demnächst jetzt hier wieder so ein Jobproblem. Wir machen erstmal das weiter. Ne? Ich möchte das trotzdem bekämpfen, das Problem. So. Ja, das mit Labora, ja, ist okay. Hier haben wir auch wieder ein Jobproblem. Ich baue deswegen jetzt hier sofort das da rein. Einfach mal jetzt immer so vorbereitend, präventiv aktiv werden. Ist jetzt hier gerade der Plan. Hier haben wir noch genügend Jobs. Das wird hier gerade besiedelt, das tote Wäldchen. Mhm, null. Hier ist auch wieder so eine Null. Dann bau mal das da rein. Auch eine Null. Dinge, die mir nicht gefallen.
Ist aber ohnehin eine weitere Festungswelt mit 6400 Verteidigungen. Oh Gott, ey, das ist so absurd. Das ist einfach so krass absurd. Hier haben wir noch genügend Arbeitsplätze. Wieder null. Ha, ja gut, dann bauen wir nochmal ein bisschen Wirtschaftsgebäude rein. Genauso auch hier. Was mache ich denn hier? Das habe ich als Industriewelt deklariert. Produktionsministerium könnte man mal reinmachen. Dann produzieren die auch mal ein bisschen mehr. Hier noch das da rein, genau. So, das war ein guter Anfang. Hier fehlt auch noch eine Kleinigkeit. Was wird denn gerade noch gebaut? Der Titan wird jetzt noch gebaut. Genau, der fehlt denen hier nämlich noch. Das ist das Einzige, was denen hier noch fehlt. Und denen fehlen halt noch Schlachtschiffe. So, es ist halt die große Preisfrage da, ne? Also, wer wäre denn ein gutes, nennen wir mal, Opfer, um von mir unterjocht zu werden? Ich möchte natürlich keinen übertrieben großen Krieg führen. Die sind momentan im Krieg mit jemandem. Die haben leider zwei Defensivpakte. Oh, warte mal, eine Tech ist fertig. Das strategische Koordinationszentrum, weil wir ja noch nicht genug Flottenkapazität haben, ist jetzt nun möglich. Galaktische Börse gibt noch mehr Dienstleistungen, noch mehr Handelswert. Ganz im Ernst, ist aber gerade eben gar nicht so wichtig. Ich mache erstmal das da, das geht auch relativ schnell. Schauen wir mal, ne? Also die haben wir ja schon geholt. Mit denen dürfte ich noch sowas wie einen Waffenstillstand haben. Die haben wahrscheinlich zu viele... Garantiert die Unabhängigkeit von irgendeinem anderen kleinen Wutz. Die Glepsig Stiftung und United Arcano Combine sind ihre Verbündeten. Also ich könnte den Scheiß halt einfach nochmal machen. Und versuchen, die jetzt hier zu nehmen. Einfach so diese Winzlinge, ne? Wir fliegen auf jeden Fall jetzt erstmal kollektiv da hoch. Mit den bereits bestehenden Flottillen. Wie sieht es mit meinen Landungskräften aus? Meiner Meinung nach sind die nicht stark genug. Da müssen wir noch mal ein bisschen was tun. So, wir rekrutieren deswegen noch weitere Angriffsarmeen. Schon mal 10 Stück da. Und... Es sind nur 9 geworden, warum auch immer. Mehr geht hier gerade eben nicht. So, nee, ihr seid die Falschen. Gibt es nochmal die Möglichkeit, mit euch hier einen zu öffnen? Der letzte, der übrig ist. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder Münzen kaufen. Ja, lassen wir erstmal nur 8000 kaufen. Öffnen. Letzte Chance. Und der war einfach nur leer. Toll. Schade. Wir können also keinen Reliquienbehälter mehr kaufen. Ist vorbei. Schade. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da halt was Sinnvolles rauskommt, ist halt auch extrem gering. Guck mal, wie sie einfach alle dagegen sind. Und es wahrscheinlich trotzdem nicht reichen wird, uns hier davon abzuhalten. Da müssten sehr, sehr viele auf die andere Seite switchen. Sehr, sehr viele. So, ihr macht mal schön hier weiter. 127. Ist bald fertig, ne? Ich glaube, eine Stufe kommt danach noch. Wenn ich mich recht entsinne. United Arcano Combine. Also wie gesagt, die hier kriege ich alleine ausgeschaltet. Das ist gar kein Problem. Aber es wird
halt trotzdem ein bisschen dauern. Ja, bauen. Und wir bauen und bauen und bauen einfach immer weiter. What the heck was this? Das war zu schnell. So, jetzt haben wir den Kern der Megaschiffswerft. Jetzt brauche ich halt nochmal 10.000. Ich kaufe halt jetzt hier so schnell ich kann. Ich mache immer noch so absurd viel. Legierungen. So, jetzt muss ich gerade eben mal schauen, wenn ich euch da hoch bewegen will. Welchen Jump musst du da machen? Okay, es ist derselbe Jump. Das ist gut. Dann gehst du nämlich auch jetzt schon mal da hoch, ne? Dann ist das Thema hier durch. Also wir versuchen es dieses Mal nochmal und verkacken halt einfach dieses Mal nicht. Das ist echt ein bisschen ungut gelaufen beim letzten Mal. Was ist denn jetzt los? Was zum Geier ist hier gerade passiert? Ach so, ich habe keine flüchtigen Teilchen mehr. Ja, aber warum? Deswegen funktionieren viele der Gebäude nicht mehr, das sehe ich ein. Aber warum sind mir so viele auf einmal weggebrochen? Jetzt funktionieren die Gebäude wieder. Hä? Die haben sich gegenseitig in so einer Abwärtsspirale. Okay, das ist echt interessant. Es könnte auch sein, dass es eventuell am Tod dieses Typen hier gerade gelegen hat. Baudorf und Armeen, Schade von Verteidigungsarmeen. Ja, ja, komm, hau rein. Ich nehme den Typen da. Wir machen jetzt erstmal hier wieder eine Fuhre Flüchtige. Hier haben wir noch genügend Jobs. Ich will das irgendwo machen, wo die Jobs jetzt schon knapp werden. Genau, dann nehmen wir hier nochmal die Kristalle. Die werden auch knapp, wie ich gerade sehe. Ich muss mehr davon produzieren. Deutlich mehr. Sonst wird das nämlich hier auch richtig knapp. So, jetzt habe ich immerhin schon mal wieder einen Puffer geschaffen. Die werden das nicht schaffen. Ich werde echt die Ratsgröße auf 2 ändern und sie können nichts dagegen tun. Absolut gar nichts. Finde ich jetzt schon mal extrem gut. Ich spare, wie gesagt. Ich will erstmal die Megaschiffswerft aufs Maximum bringen können. Alles andere wäre doof. So, übrigens, da sind wir jetzt ja auch schon durch. Ein Logistikzentrum geht hier gar nicht, wie ich gerade feststelle. Warum? Ach, es wurde bereits gebaut. Ja gut, das macht dann schon sehr, sehr viel Sinn. Ressourcensilos wären theoretisch möglich. Oder wir machen den Transithafen. Werden die vielleicht eher automatisch umgesiedelt, muss ich mich vielleicht weniger um diesen Klabberadatsch kümmern. Hier habe ich schon alles gemacht, was irgendwie wichtig ist. Hier vielleicht. Ich brauche keinen Horchposten. Kommandozentrum. Ja, komm, ich mache hier ein Ressourcensilo hin. Das ist ja keine militärische Station an der Stelle. Dann hier, das ist schon ausgebaut. Hier könnte man nochmal eine Hydrokultur machen. Einfach so. Hier wäre das theoretisch auch drin. Geheime Weltraumeinrichtung, erhöht nochmal die Stabilität, Anziehung, Regierungsethik. Komm, machen wir einfach auch mal dahin. Hier sind wir noch nicht so weit.
Und hier auch nicht. Senatswahl vorzeitig beenden. Ja, ihr habt eh keine Chance. So, als nächstes wird jetzt der galaktische Markt verlegt, wenn das so weitergeht. Und ich hätte ganz, ganz gerne die imperiale Armee. Genau, diese imperialen Legionen. Die schlage ich jetzt mal vor. Ja, Dringlichkeitsmaßnahme kann ich damit noch nicht machen. Aber die hätte ich gerne. Einfach nur, um zu gucken, was mit denen geht. Also, ob die wirklich gut sind oder... Ja, also, ob das halt auch jetzt dann wieder so ein... Nee, ist... Wisst ihr, was ich meine? Ist ja oft genug der Fall. Was, hier sind schon... 11 Pops! Die sind freiwillig alle hierher gekommen. Die haben die Welt einfach übernommen, ne? Das ist ziemlich nice. Die haben die einfach hier übernommen. Komm, wisst ihr was? Das wird auch eine Bergbauwelt. Kann ich da gar nicht einstellen? Warum auch immer? Doch, da. Ich habe das falsche Zeichen geguckt. Also, ich habe aus irgendeinem Grund auf diesen Diamanten gewartet, dass der irgendwo auftaucht. So wie bei den Raumstationen. Naja. Blindheit stirbt bei mir nie aus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. So, ihr seht, wir sind mal wieder in so einer richtig schönen Ruhephase jetzt hier angekommen. Letzte Stufe kann jetzt hier gestartet werden. Ja, und dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann, schöne Zeit. Tschüss und Ade.